Herzlich willkommen zu Folge 60. Ich habe gerade eben einen Tagebucheintrag bekommen. Direkt nachdem ich das Spiel geladen hatte. Ich hoffe, das hat jetzt was Wuppsam. Gott sei Dank. Ich hoffe, das hat mit Dingen hier zu tun. Mit der unschuldige Freund. Ah genau, wird er mir glauben, dass ich ihn gefunden habe. Gut, das heißt, wir gehen von hier aus dann direkt zum Bauernhof, geben die Quest ab und ich glaube, ich lass Ikas einknasten, weil ich glaube, der ist eher verzichtbar als der Sten. Wobei ich das auch nicht mit Gewissheit sagen kann. Kann ja sein, dass der auch irgendwie großartig Kontakte pflegt. Und da ist direkt ein Varan, ich würde gerne mal rüberziehen. Danke dir. So, wir sollten ja alles mitgenommen haben. Sollten wir irgendwas vergessen haben, können wir ja Bescheid geben. Hier auf dieser kleinen idyllischen Insel. Da ist eine Muschel, die ich aus mir unbekannten Gründen aufhebe. Ansonsten liegt noch eine Muschel, aber scheiß drauf. So, ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr. Die Insel dürfte aufgeräumt sein. Ja, ich glaub's. So. Edgar war ja einer der Bauern hier. Weiß nur, wo war er denn? Es war doch einer hier unten, oder? Ne, das ist der Bauer. Oh, der Bäre. So, wo ist er denn? Da ist er doch, oder? Das müsste doch sein. Ja, eben, da ist er Hey. doch. Fünfzehn Gold? Aber Edgar, willst du, dass ich dich umbringe? Ja gut, wenigstens die Queste zum Tisch. Apropos Tische. Okay. Nun gut. Mir ist übrigens was in den Sinn gekommen, und zwar frage ich mich gerade, ob wir vielleicht nicht nochmal mit Woda sprechen sollten, weil vielleicht sagt er uns auch, dass bei ihm kein Platz für einen Lehrling, wobei ich glaube, der ist schon relativ offen. Weil im Prinzip würde ich mich für Thorald entscheiden, weil das geht mir immer noch durch den Kopf, aber gut, erstmal würde ich sagen, wir bringen Ikas unfairerweise hinter Gitter. Ja, der mag vielleicht noch Kontakte zur Miliz haben, aber deswegen jetzt nicht unmöglich sein, selbst Milizionär zu werden, also beziehungsweise Milizsoldat, Stadtwache. Was macht denn der hier in Ignazar Haus? Ist das jetzt hier eine Pilgerstätte für Alchemisten-Amateure oder was soll das hier? Aber mit dem können wir auch noch reden. Okay. Ja, speichern wir doch mal lieber ab. Ich war bei Steen. Na, dann schieß mal los. Er hat Ignaz ermordet, aber ich soll dem General sagen, dass es Ikas war. Interessant, das war es ist deine Entscheidung. Ich kann dir nur sagen, dass diese Entscheidung wichtig ist. Viel Glück. Ist echt krass, wie neutral der sich verhält. Das war doch klar. Das war doch klar. Was kann der mir beibringen? Was willst du? Nichts. Na dann. Es war genau so. Verkaufst eh nur Scheiße, dann musst du hinter Gitter. Aufgrund mangelhaften Angebots. Das kann ja nicht immer mehr. Quasi. Der so. Na, da ist wieder Rohan. Das kann ja nicht ewig so
Rohan und Elan. Sonst die stürmische See. Und recht wenig los ansonsten in der Stadt. Jeder geht seinen Alltagspflichten nach. Ich glaube da nicht dran. So wie immer. Wobei, ich bin echt mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Da ist ja der Bäcker, ne? Der hat ja auch kein Angebot mehr aufzuweisen dank uns. Ich frage mich aber wirklich, ob das hier quasi alles nur so gespielt ist, ja, die sind alle irgendwie nur so, ja, oberflächlich aussehende Roboter, so verhalten sich nämlich manche, ja, oder, keine Ahnung, die sind auf jeden Fall relativ seelenlos, die Einwohner, also jetzt nicht alle, einige, gerade die nur Bürger und Bürgerinnen heißen, ne, Quatsch, aber ich bin mal gespannt, inwiefern das hier strukturiert ist, wer hier in dieser Stadt die Fäden zieht, ja, wer hier das Sagen hat, und so weiter und so fort. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Und dann frage ich mich, ob man hier überhaupt Milizionär werden soll. Oder ob man eben vielleicht dem Widerstand sich anschließen sollte. Wenn es denn ein Widerstand ist. Wenn ja, gegen was? Weil für Orks kämpfen sehe ich jetzt nicht als allzu edel an. Wie dem auch sei. Warum können wir eigentlich niemanden hier Taschendiebstahl machen? Wir haben es doch erlernt, oder nicht? Naja. Ich habe etwas herausgefunden. Sag doch, was hast du herausgefunden? Man, die werden ja keine Lernpunkte, das war's ja. Ich bin mir sicher, wer Ignaz ermordet hat. Wer denn? Es war Ikas, ein Händler im Hafenviertel. Interessant. Hast du Beweise? Er hat Ignaz die tödliche Zutat vor dem Unfall verkauft. Das können mehrere Leute auf dem Marktplatz bezeugen. Gute Arbeit. Dann haben wir diesen Söldner sauber auf. Ich denke, die Belohnung hast du dir definitiv verdient. Die Söldner-Sau. Ja, ein verzweifelter Wirt ist etwas verbuggt. Da muss ich gucken, dass ich das mit dem Gothic-Variablen-Editor irgendwie noch rausschießen kann. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt erstmal. Ja, sollten wir nicht ursprünglich eigentlich zu Lateri oder hat sich das geklärt? Weil im Prinzip wollen wir auch Bürger werden, das ist ja das Hauptziel. Jetzt renne ich gerade nochmal, das geht aber schneller. Wenn man denn genug Mana hätte. So Leute, jetzt kommt erstmal die erste sinnvolle Investition. Ich glaube da nicht dran. Denn wir können uns glücklich schätzen, Feuernesseln dabei zu haben. Gut, ansonsten hätte ich einfach eine Runde gepennt, aber das, nee, wie gesagt, das hat schon seinen Sinn gehabt. Jetzt gehen wir mal kurz auf den Marktplatz da hinten. Huch, da ist er ja gar nicht mehr, der Ekas. Ist der jetzt sauer auf uns? Ich will mich nicht mit dir beschäftigen. Geht dem scheint nicht so. Denn sowas. Das hat er doch vorher gemacht. Meine Meinung, wie er seine Hörer hat, was man ausgehört. Das höre ich zum ersten Mal. Das hat er doch vorher gemacht. Daran wird sich nie etwas ändern. Das hat er doch vorher gemacht. Noch mehr. Kann ich mich nicht ewig so wieder. Noch mehr. Kann ich mich wieder. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Das hat er doch vorher gewusst. Alles klar. Und du, kann man dich als erstes Opfer auswählen? Nein, natürlich nicht. Das kann ja nicht ewig so weit. Nehme ich ja mein Geld zurück. Das hat er wirklich nicht verdient. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das höre ich zum ersten Mal. Mal gucken, kann ich jetzt Hingegold geben und ich dann, nein, kann ich nicht, okay, dann war das rausgeschmissen Geld. Hey. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich komme leider auch nicht. Aber warum? Ich, na egal, gehen wir mal in die Kneipe, da sind ja ein paar Kandidaten. Lass ich lieber die Finger. Direkt mal unsere neuen Künste ausprobieren. Den können wir auch nicht ausrauben. Hey du! Wann selbst ist er nicht darauf gekommen? Meinst du, mir geht es besser? Na, die nehmen wir mal mit. Ich meine, es geht ja uns auch hier hauptsächlich um die EP, hey, ne? Und nicht um das Geld. Was willst du? Ich hätte das anders gemacht.
Mit denen hat man ja alle schon gesprochen. Und selbst ist er da nicht drauf gekommen. Drei Gold. Hey, du. Da hat aber einer aber viel Geld, ey. Das ist auch lange bekannt. So, der erste Raubzug war jetzt sogar recht erfolgreich. Von mir erfährt keiner. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Die können wir nicht ausrauben. Was ein Käse. Das höre ich. Ist sonst noch irgendwer mit Namen hier? Vielleicht Nelan, aber hey. Der wird wahrscheinlich schwieriger. Genau, das ist die Frage. Wir haben 60 Geschick, ob das schon ausreichen könnte. Ich bezweifle, hey. Also können wir mal probieren. Hallo. Na warte, du dreckiger Dieb. War mir bewusst. Wir sollten warten, bis wir ein bisschen mehr Geschicklichkeit haben. Wo hast du das denn? Hey. Dann wird das alles einfacher. Also die Weiber können wir gar nicht ausräumen, oder was? Die normalen eh nicht. Schade, das wäre eine große Einnahmequelle. Okay, das wäre wahrscheinlich fast unmöglich. Zumindest schwierig. Beim General Garros ist es dann fast unmöglich. Was mit ihm? Scheint so, als hättest du deine Entscheidung getroffen. Dann noch viel Glück in Austausch. Noch mehr. Okay, trotzdem netter Kerl, hat sie mir geholfen. Hier ist jemand auf dem Zenit seines Glücks. Ansonsten noch irgendwer mit Namen? Nein. Und da stampft einer Kraut. Das sind aber auch alles nur normale Bürger, ne? Der da auch, ja. Schade. Was mit Tier im Grunde? Sehr gut, den können wir ausnehmen. Natürlich haben die alle hier kein Vermögen, aber das ist ein Haufen EP, die man mitnehmen kann. Und genau das ist ja das Hauptziel. Das summiert sich nämlich wirklich. Wir haben Bewohner. Mit dem Steg da hinten waren wir schon, ne? Ja, dürften wir. So würde ich sagen, wir... Oh, das wäre gewagt. Gewagt? Gewagt? Da bin ich mal gespannt. Nein, das wollte ich nicht. Geh weg. Es interessiert mich nicht, was Neues passiert ist. Alter Maul. Okay, gewagt geht auch. So, was ist mit der? Seltsame Person hier, also ohne Scheiß. Ey. Was ist denn los? Nichts ist los, gib mir deinen Geldbeutel. Hi. Mein Kumpel kann direkt auch nochmal hier alles hergeben. Zack. Natürlich dauert es ein bisschen, bis man seine 1500 Gold wieder hat, die man dafür rausgeschmissen hat, aber wie gesagt, die EP sind das Wertvolle dabei. Ach genau, guck mal hier. Ignaz ist tot. Das habe ich auch mitbekommen. Bei mir immer noch der Erding werden will, solltest du den Mord anmelden. Danach können wir gerne weiterreden. Ja, das habe ich schon geklärt, du. Ich habe den Mord aufgeklärt. Sehr gut. Zustimmung hast du. Jetzt musst du nur noch drei weitere Videos überzeugen. Wieder, wenn du das erledigt hast. So, jetzt könnten wir das. Ja, da ist es abgeschmiert, aber wir standen ja direkt bei Lateri. Deswegen lassen wir uns nichts anmerken und schauen mal hier, guck mal her. Kann ich jetzt bei dir als Lehrling mitmachen, Meister? Mal sehen. Oder hast du bei seinem Kopf mehr gehört? Hier hast du bei einem komplizierten Ding geholfen. Das ist schon mal was. Dorald meint, du bist ein fähiger Mann. Asenus hat gesagt, du besitzt eine gute Menschenkenntnis. Das heißt wohl ja. Dieser meint, überleg es dir. Zahle gut. Meine Lehrlinge haben stets ein hohes Ansehen in der Schule. Ach komm, das sagen doch alle. Habe ich deine Zustimmung bei einem
jeden Fall sind die drei möglich. Doch, ja, nee, Woda war, glaube ich, sicher. Aber ich weiß nicht, was wir bei Woda lernen sollten. Es wäre sehr gewagt, seinen Schlüssel zu klauen. Moment, gerade mal gucken. Was mit dem? Hey. Wie gewagt ist es bei dir? Natürlich, du hast wieder, ja, keine Option dafür frei. Naja, was soll's, Bruder? Kannst du, weil ich Schreiner bin, baue ich auch gleich die Schlösser ein. Deswegen, ich könnte dir zeigen, wie du Schlösser knackst. Wie viel? 500. Später? Denn wir können Schlösser eh schon knacken, das lohnt nicht. Ansonsten kannst du mir eh nichts beibringen. Deswegen, ich denke, ich gehe nicht bei ihm die Lehre. Jemand meinte, ich sollte bei ihm die Lehre gehen, aber ich weiß nicht wieso. Also kriegt man da einen Haufen Quests, die man sonst verwehrt bekommt, oder kann der einem doch was Sinnvolles beibringen? Weiß ich nämlich nicht, weil, keine Ahnung, ich würde eigentlich zum Schmied gehen. Gar nicht gucken, ob ich die anderen hier ausnehmen kann. Hausschlüssel erhalten. Ach, war das bis dato zu, oder was? Naja, hier ist ja eh nicht viel drin. Um genau zu sein, ist hier gar nichts drin. Also der Nahrungsvertrieb ist ein bisschen scheiße. Ich will dir etwas verkaufen. Aber können wir dir was verkaufen? Das Fleisch machen wir mal. Und zwar alle. Oh, es waren gar nicht so viele. Ich will, dann zeig mir. Ich kann ja noch verkaufen. Ja, das Brot, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Bitteschön. Wie gesagt, kriegt man echt ganz gut Geld für. Ist eigentlich ganz nett. Also das ist echt eine gute Idee, dass man sowas hat. Indem man einigermaßen preiswert Nahrungsmittel verkaufen kann. Hat der noch irgendwas Interessantes? Nee. Wir hätten übrigens noch 467 rohes Fleisch, die könnten wir mal alle braten. Und da haben wir auch ein verfaultes Fleisch, warum auch immer. Eine Fleischkeule, die verfault ist. Den können wir locker ausnehmen. Nur ein Goldstück. Ja, guck mal, hier sind wir mal großzügig, hier kriegst du einen. Übrigens, dieser Glücklichkeitsbonus bringt gar nichts, ne, aber wie dem auch sei. Ich bin hin und her gerissen, ne? Ich glaube, ich werde das erst nächste Folge machen. Wir gucken nochmal, ob wir jemanden hier ausnehmen kann. Und derzeit überlegen wir, also ich, und ihr könnt auch mal schreiben, welchem Lehrmeister wir uns anschließen. Hallo. Oh, mit dem können wir gar nicht reden, also wir stehen auf jeden Fall kurz davor, hier Bürger der Stadt zu werden. Quasi ein Dialog entfernt. Ansonsten gibt es auch keine Quest mehr, die es zu tun gibt. Wir können natürlich durch die Gegend wandern und rumeiern und Gegner über den Haufen metzeln, aber hauptsächlich könnten wir jetzt erstmal Bürger werden. Wie gesagt, Woda, Lateri und Toral stehen zur Auswahl. Lateri würde ich ausschließen. Wie gesagt, Schmied ist ganz nett, aber wir können auch weitestgehend so alles erlernen. Ich würde halt gerne wissen, bei wem man die meisten Sachen erledigen kann, sprich die meisten Quests, das meiste, was es zu tun gibt und sowas. Das wäre ein Kriterium bei mir, dass die Wahl entscheiden könnte. Wie gesagt, ich wäre für den Schmied. Guten Tag. Ansonsten gucken wir uns hier gerne nochmal um. Klauen ein paar Leuten ein bisschen was aus der Tasche. Hallo Fremder. Kann man immer mal machen. Kann man schon, was die so zur Verfügung stehen haben und Waffen. Aber ich glaube alle Tränke hatten wir soweit hier gekauft. Alles Wichtige. Wie gesagt, hier sind noch ein Haufen Leute. Die Namen haben aber noch keine Funktion bis dato hatten. Das heißt, geht es vielleicht nur ganz schön rund in der Stadt. Willkommen. Weil davon abgesehen, dass es einen Haufen Leute gibt, die keinen Namen besitzen. Sumpfkraut. Ach übrigens,
da fällt mir gerade noch ein, wir können doch bestimmt, also erst müssen wir ja klar, ganz klar Bürger werden, aber danach müssen wir auch bestimmt noch... Hallo, brauchst du Kleidung? Vielleicht steht ja auch Marke zur Auswahl, fällt mir gerade mal so auf, also sprich ganz klassisch wie in Gothic 2. Söldner, Miliz und Feuermagier. Denn die sind hier ja auch noch. Stimmt, das ist mir bis jetzt gerade gar nicht in den Sinn gekommen. Aber ich glaube, das fällt auch raus. Einfach nur, weil ich viel lieber Söldner oder Milizionär bin. So, du gibst mir gerade mal dein Geld. Danke dir, damit ich wenigstens etwas als Belohnung erhalten kann durch die Quest. Nun gut, ich würde sagen, in der nächsten Folge, wie gesagt, wird die Entscheidung getroffen. Ihr könnt ja noch mitwirken, wenn ihr euch in der Kommentarsektion darum bemüht. Und ich würde sagen, ja, wir machen dann einfach in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschüss.